Ja, Leute, ihr seht schon oben im Header. Wir machen heute Hauptset 2021 auf. Das war ja dieses Set, das sich viel um Teferi drehte. Und kurz nach diesem Lockdown und so weiter kam und also nach dem ersten Lockdown. Und ja, ganz, ganz strange Zeit. Und deswegen ist das für mich auch ein bisschen strange, das jetzt aufzumachen, vor allem nachdem ich da jetzt auch ein halbes Jahr lang nichts mitgemacht habe. Oder ein bisschen mehr sogar. Dürfte ein bisschen mehr sogar sein. Na komm, ich weiß es aber nicht, wie lange das her ist. Aber gucken wir uns mal an. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall ein paar richtig, richtig coole Hits drin sind. Und ich darf noch gern welche hätte. Und der Zug mir gerade wieder tierisch auf den Sack geht. Ja, wir haben Hauptset 2021. Das Ding ist mittlerweile so Standard geworden. Hier haben wir einen Würfel mit M21 drauf, ein grüner. Okay. Dann haben wir unsere Rare. Radar Herz von Kelt, Dramana 3-3. Solange es euer Zug ist, hat Radar Herz von Kelt Erstschlag. Du kannst sie zu Beginn des Nass. Du kannst sie zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deines Decks anschauen. Und du kannst Länderkarten oben von deinem Deck spielen. Und für 6 Mana kriegt die plus X, weil X gleich der Anzahl an Ländern ist. Sehr, sehr cooles Teil. Sehr, sehr cooles Teil. Dann haben wir einen Beginner-Guide. Das Leben und die Zeit von Teferi. Er wurde aus der Tolaischen Community, aus der Akademie ausgeschlossen und. Sehr, sehr cool, auch von der Story-Relevanz. Dann haben wir hier einmal kostenlos spielbar Draft, Geschisse, Magic Arena Code. Ja, und dann gucken wir uns mal D5 Booster an. Ich habe meinen Ton nicht ausgemacht vom Handy. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht so viel geschrieben. So, in dieser Pre-Release-Pack sind 5 Booster. Mal gucken, ob wir alle Planeswalker bekommen haben. Nee, Garruk fehlt und dieser weiße, dieser Bolin-Typi da. Die fehlen. Wie immer beim Pre-Release-Kit, ich achte weniger auf die Kamms. Ich gehe direkt zu den Ankamms und die Rares. Und, also ich sehe sowas. Schlacke werden. Oh, Return to Nature. Ja, unsere erste Ankamm. Eliminieren. Sehr, sehr geil. Für einen schwarzen farbloses Spontanzauber zerstörende Kreatur oder Planeswalker, Mana kosten 3 oder weniger. Als das Ding rauskam mit Oko und Random Six und so weiter, das war richtig gehypt. Schiffswracksucherin. 5 Mana 3-3 mit Bravour, also Pros, glaube ich, auf Englisch. Und immer wenn sie ins Spiel kommt, kann man Spontanzauber extra raus und 40 Hand nehmen. Das ist nicht schlecht. Basris Solidarität. Basri hätte ich gerne. 2 Mana Hexerei, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Absoluter Wahnsinn, tatsächlich. Und auch diese ganze Wüsten-Amonkhet-Style, den haben sie hier richtig gut gemacht im Vergleich zu Amonkhet selber. Und wir haben Barin, Tolarischer Erzmagier. 3 Mana 2/2, das Bild kommt mir ultra bekannt vor. 3 Mana 2/2, wenn er ins Spielfeld kommt, bringe eine Kreatur oder einen Planeswalker auf die Hand des Besitzers zurück. Das ist schon mal nicht schlecht. Zu Beginn des Endsegments, falls im Zug eine bleibende Karte auf die Hand zurückgebracht wurde, ziehe eine Karte. Ich habe ein Deck gehabt, wo man den hätte spielen können. Ja. Und, oh mein Gott. Was zur Hölle. Oh wow, das ist eine Mythic, oder? Ja. Diskontinuität. Für 3 blaue, 3 farblose, solange es euer Zug ist, könnt ihr für 3 Mana, für 4 Mana weniger wirken, beende den Zug. Wow. Foil. Alter, Foil Mythic habe ich daraus auch, glaube ich, noch nie gezogen. Noch nie. Aber gehen wir weiter. Ich bin super hyped. Abbrechen. Ja, abbrechen kennt man. Abbrechen, durchbrechen. Irgendwie nicht so gut. Dann haben wir Regen der Offenbarung. Für 4 Mana Spontanzauber, zieh 3 Karten und wirft eine Karte ab.
Gehärtete Veteranen. 2 Mana 1/2 für ein weißes Tab. Man legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die mindestens schon eine +1/+1 Marke hat. Für 6 Mana Tappen legt man nur eine +1/+1 Marke drauf. Richtig coole Karte. Also mit dem Basri, mit dem Marken, das ist richtig nice. Vulkanischer Geysir. 2 rote und X fügt einem Ziel X Schaden zu. Und? Ist das euer Ernst? Was ist das denn? Diskontinuität, 3 blaue, 3 farblose, man kann den Zug beenden, kostet weniger, wenn es der eigene Zug ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Karte das wert ist. Aber ich habe sie jetzt 2-mal gezogen. Okay. Und 2 Mythics in einem Previous Kit. Das ist schon sick. Das ist schon, du siehst aus. Death Touch oder Life Drink. Das ist... Jawohl, dich kenne ich aber schon. Tavernenhasardeurin. 2 Mana 2/2, tappen, 3 Leben bezahlen, eine Münze werfen. Wenn man den Münzwurf gewinnt, erhält man 6 Leben. Das mit den Münzen werfen ist echt seltsam. Pilzige Wiedergeburt. 3 Mana Spontanzauber, man bringt eine bleibende Karte zum Friedhof die Hand zurück. Falls in dem Zug eine Kreatur gestorben ist, lege 2 grüne Subprolinge ins Spiel. Hexenkessel. 1 schwarzes Artefakt, 2 Mana tappen, Opfer eine Kreatur, man hält einen Lebenspunkt und zieht eine Karte. Und wir haben echt eine Menge Blau, also wir könnten aktuell pur Blau mit dem Ding schon spielen. Verfolgter Wahl, 7 Mana 8/8, wenn er ins Spielfeld kommt, erzeugt jeder Gegner einen roten Piraten-Kreaturenspielstein. Mit dieser Kreatur kann ich angreifen oder blocken. Und Kreaturen, die du kontrollierst, greifen in jedem Zug an, falls möglich. Zaubersprüche, die deine Gegner kontrollieren. Und die Ideen als Ziel haben, kosten 3 Mana mehr. Strange. Strange. Soll das Moby Dick sein, oder was? Der Weiße Wal. So. Opt. Ist mittlerweile auch so oft in den Dingern drin. Opt. Kurzschwert. Oh, hier ist die erste. Tularianischer Kraken. 6 Mana 4/6. Immer wenn du eine Karte ziehst, kann man 1 Mana bezahlen. Wenn man das tut, kann man eine Kreatur tappen oder enttappen. Heiligtum des stillen Lichts. 1 Mana legendärer Verzauberung Schrein. Für 6 Mana tappe eine Kreatur deiner Wahl. Diese Fähigkeit kostet beim Aus. Ah, okay, die kostet 1 Mana weniger für jeden Schrein. Luftstraßen-Scharfschütze. 1 Mana 1/2 Reichweite und fügt einer fliegenden Kreatur einen Schaden zu für 3 Mana. Und Abgott der Zähigkeit. Du siehst komisch aus. 3 Mana Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, schicke alle Kreaturen Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Exil, bis der das Spiel verlässt. Für 2 Mana tappen bis zum Ende des Zuges kannst du Karten, von dem der Zähigkeit ins Exil geschickt wurde, spielen und ihr Mana kosten bezahlen. Kannst du von den Karten eine Kreatur... Oh Gott, ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Das ist eine coole Karte, gerade bestimmt für... Was? What? Erhabenes Scheinbild. 4 Mana 2/2. Wenn es ins Spielfeld kommt, die Supermansekten am Standardland, bringt es gedappt ins Spiel. Wenn das stirbt, zieht man eine Karte. Was? Ist nicht euer Ernst. Ich meine... Ja, scheiße, ernst. Wow. Erhabenes Scheinbild, so eine der ikonischen Commander-Karten, die früher jeder Commander-Spieler gespielt hat. Ich glaube, mittlerweile spielt die so gut wie keiner mehr. Aber früher hat die jeder gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die noch was wert ist, aber es war für mich einfach cool. Und ich mag das Artwork. Ja. Goblin-Zauberei. Bestrafer. Höllendrachen-Bestrafer. Für 7 Mana 6/6 liegend für ein rotes Mana kriegt er +1/+0. Blutschlemmer, 6 Mana 5/5 als zusätzliche Kosten opfert man eine Kreatur. Fliegend Trampelschaden, wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Das ist nicht bad. Das ist echt nicht bad. Avior Charm. Ich wollte gerade Scharfmeister sagen, aber es ist ein Charmeister. Ist ja ein Vogelkrieger. 5 Mana 4/3 fliegend. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man für jede fliegende Kreatur 2 Lebenspunkte. Gab es zu dieser Zeit nicht auch ein blau-weißes Flieger-Standard-Deck? Ich meine... Sekunde. Hier, Radar. Nur für... Was ist hier los? Ich hab... Was?
Wenn ich jetzt gleich noch ein erhabenes Scheinbild hier drin ziehe, ohne Foil, dann kriege ich... Was ist mit dem Sumpf passiert? Warum gibt es denn hier... wenn ich, ich weiß es nicht mehr, ich werde es auch bis dahin vergessen, wenn das Video hochgekommen ist, also jetzt in 2 Wochen, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wo dieser Sumpf her ist und was ich okay. Ja, gucken wir uns mal weiter Booster an und, was will ich denn hier machen? Aufprüfen, Torfrituale, prompte Antwort. Wir haben noch ein Heiligtum. Heiligtum der steinernen Zähne. Für 2 Mana-Verzauberung, legendäre Verzauberung Schrein. Zu Beginn der Hauptphase verliert jeder Gegner X Leben und kriegt X Leben, weil X gleich die Anzahl der Schreine ist. Die ist gut. Was? Frühen Fliegelpferd. 3 Mana 2-1 fliegend und nicht fliegende Kreaturen kosten 1 Mana weniger. Was? Das war mal eine Rare. Das ist doch jetzt keine Ankam. Wow, das ist sad. Das war eine gute Karte, die habe ich mit dem Text gespielt. Blätterdachschleicher. 4 Mana 4-2 muss geblockt werden, falls möglich. Und immer wenn er stirbt, erhält man für jede Kreatur, die in diesem Zug gestorben ist, einen Lebenspunkt. Okay. Feuernis Kobra. Du siehst heiß aus. 3 Mana 1-4 Death Touch. Immer wenn eine Kreatur mit Death Touch, die du kontrollierst, angreift, erhält man, verliert er jeden Lebenspunkt und du kriegst einen Lebenspunkt. Gab es damals viel mit Death Touch? Ich habe es bisher noch nicht, ich habe noch nicht drauf geachtet. Immer wenn eine Kreatur mit Death Touch einen Planeswalker schadet, so ich zerstöre den Planeswalker. Wow! Zerstöre den Planeswalker. Das ist krass. Das ist krass. Und wir haben noch so ein. Was? Was? Garuks Bluthorn. In Foil. Ohne. Was ist denn für eine Textbox? Ja, wenn ihr wisst, was es mit diesen Karten auf sich hat, sind das irgendwie Special Edition, ich hab's vergessen, gab's hier diese Promo-Artworks, so Expedition-Style, wie in, jetzt, welches Set kam da vor, Ikoria zum Beispiel, dieses Comic, war das, ist das hier? Das sieht super strange aus. Ich hab's vergessen. Ja, ihr könnt mir das ja mal bitte schreiben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'm Blacksit. Ciao, ciao.